Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test ein F3 Böller von Toreno, also von Xplode. Ist die französische Variante, also es wurde für Frankreich hergestellt, deswegen auch etwas französisch auf dem Cover. In der Packung sind genau 20 Böller, a 4 Gramm, könnt ihr hier oben nachlesen. 20 Stück sind enthalten. Das Paket kostet um die 8 bis 12 Euro, je nachdem, wo ihr kauft. Und so sehen die Teile aus. Wie gesagt, sind 4 Gramm zylindrische mit einer dünnen, aber langen Zündschnur. Und da würde ich sagen, gehen wir gleich mal raus und schauen uns diese 4 Gramm an von Xplode. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir testen jetzt die Xplode Toreno Nummer 4 oder Toreno. Sind die französischen, wie schon vorgestellt. Packung sieht so aus, sind immer ein 5er Blister, Plastik. So würde ich sagen, zünden wir einfach mal einen so einen ganzen Blister und dann sehen wir mal, wie sie sind. Ena hat sich gerade verabschiedet. Ja, den testen wir mal. Achtung, laut! Die sind scheiße laut, ey. So, ich komme hier klar, ja. Mal weiter wegschmeißen. Haben wir so noch ein Bild? Naja. Oh. F3 natürlich, ne? Ah, ich muss hier auch mal klarkommen. So. Oh, das ist ziemlich nah. Achtung. So, noch ein, weil es so schön ist. Also die sind ziemlich leicht, also schmeißen kann man die nicht unbedingt. Hammer. Gehst du davon auf? Von denen hier? Wenn du jetzt da nicht alle verzünden möchtest, würde ich gerne ein paar nehmen. Ja, kann ich machen. Ja, noch zwei zum Abschluss. Also die sind echt extrem laut, muss man sagen. Freunde, also diese Toreno Nummer 4 von Xplode, wenn er sie bekommt, nimmt sie mit. Ganz ehrlich. Okay.